Es sind Szenen wie diese hier, die sich heute Nacht in der Stuttgarter Innenstadt abgespielt haben und jetzt in den sozialen Netzwerken kursieren. Sie zeigen Stuttgart im Ausnahmezustand. Es war heute Nacht eine nie dagewesene Dimension von offener Gewalt gegen Polizeibeamte und massive Sachbeschädigungen bis hin zu Plünderungen in unserer Stadt. Auslöser war laut Polizei eine Drogenkontrolle gegen Mitternacht bei einer Feier. Als ein 17-Jähriger durchsucht wurde, seien mehrere Menschen auf die Polizisten losgegangen. Sie sollen Steine geworfen und Einsatzfahrzeuge demoliert haben. Danach zogen mehrere Kleingruppen durch die Innenstadt, zerstörten Schaufensterscheiben, räumten die Ladenbestände leer. 19 Polizisten wurden verletzt. 280 Beamte waren die Nacht über im Einsatz, 24 Verdächtige wurden festgenommen. Die Kriminalpolizei prüft derzeit die Hintergründe. Das ist indiskutabel. So etwas haben wir jedenfalls in Bayern in den letzten Jahren nicht erlebt. Und das muss jetzt sorgfältig aufgearbeitet werden. Und wir merken aber auch, wie notwendig es ist, dass wir ständig mit entsprechenden Polizeikräften auf der Hut sind. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird derzeit noch ermittelt. Die Aufräumarbeiten werden noch mehrere Tage andauern.